Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über die T-Shirt-Formel geschrieben, welche er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Im Folgenden möchte ich die T-Shirt-Formel von Reto Stuber vorstellen. In diesem Online-Kurs wird gezeigt, wie man sich ein lukratives Geschäft für den Online-T-Shirt-Verkauf aufbauen kann. Zunächst einmal zu Reto Stuber, dem Entwickler der Formel. Stuber hat nun schon mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich des Online-Marketings mit speziellem Blick auf Social Media und Facebook, worüber er auch schon mehrere Bücher verfasst hat. Nachdem er eine Green Card gewonnen hat, ist er aus der Schweiz in die USA ausgewandert, wo er einige Projekte realisieren konnte. Wenig später ist er durch einen Freund auf das enorme T-Shirt-Business aufmerksam geworden und entwickelte schon bald die T-Shirt-Formel. Was wird im Kurs die T-Shirt-Formel vermittelt? Der Kurs beinhaltet 4 Bausteine: Theorie, Praxis, Facebook-Anzeigen und Bonusmaterial. Erklärt werden die Grundlagen des T-Shirt-Geschäfts, welches bisher in Deutschland noch nicht so bekannt ist, wie in den USA der Fall ist. Es findet eine Marktanalyse statt und wie man am besten eine Nische finden kann für das eigene T-Shirt-Geschäft. Weiterhin werden Tipps und Tricks verraten zum Thema Designs. Ob und wann man zum Beispiel jemanden beauftragen sollte, ein Design zu erstellen und wenn man das macht, wo und wie man günstig zwischen 5 und 10 Euro daran kommt. Auch Facebook ist ein großes Thema, wo es vor allem darum geht, Facebook als Werbeplattform zu nutzen. Über Facebook lassen sich Anzeigen schalten, die für bestimmte Zielgruppen sichtbar sind. Im Kurs wird erklärt, wie man die Features von Facebook sinnvoll und effektiv nutzt, um dort möglichst die maximale Besucherzahlen zu generieren. Außerdem gezeigt werden Do's und Don'ts der Branche am Beispiel von Mitstreitern. Weitere Themen sind Outsourcing, wie man Interessenten gezielt anspricht, Funnel-Strategie und so weiter. Das Bonusmaterial umfasst den Zugang zur exklusiven Mastermind-Gruppe auf Facebook, wo Reto Stuber persönlich Ansprechpartner ist, sowie mehrere Interviews mit ihm und erfolgreichen Kollegen gibt. Woraus besteht der Kurs? Der Kurs beinhaltet ca. 8 Stunden Videomaterial, das bereits oben genannte Bonusmaterial und jegliche zukünftige Updates und Ergänzungen sind mit inbegriffen. Besonders nützlich sind hier die mitgelieferten Vorlagen für E-Mails, Produktbeschreibungen und Werbebeiträge. Zurzeit bekommt man den kompletten Kurs für 197 Euro statt regulären 297 Euro. Zudem bietet Herr Stuber eine 60-Tage Geld-Zurück-Garantie, das heißt bei auftretender Unzufriedenheit wird das Geld anstandslos zurückerstattet. Warum ist das für Anfänger geeignet? Die T-Shirt-Formel ist so geschrieben und erklärt, dass es selbst ein absoluter Laie nachvollziehen kann. Vorausgesetzt wird lediglich ein Internetzugang und einige Grundkenntnisse im Bereich Computer. Alles, was darüber hinausgeht, wird klar verständlich vermittelt. Man braucht keine eigene Webseite, um das fertig designte T-Shirt zu verkaufen oder ähnliches, da als Hauptwerkzeug für Kundenakquise Facebook verwendet wird. Das Startbudget liegt bei ungefähr 5 bis 10 Euro, wobei auch Methoden gezeigt werden, die keinerlei Startgeld benötigen. Wie sieht der Ablauf aus? Generell ungefähr so: Man legt sich einen Account an bei einem T-Shirt-Vertreiber, Stuber empfiehlt T-City, nun macht man sich Gedanken um das T-Shirt-Design. Sobald das Design steht, welches man entweder selbst entwickelt hat oder von jemandem machen lassen hat, startet man eine Kampagne. Dieses wird vermarktet durch Facebook und deren Anzeigesystem. Man schaltet dort Werbung, um gewisse Zielgruppen zu erreichen. Anschließend beobachtet man die Kampagnen und verbessert sie gegebenenfalls. Welche Rolle spielt T-Silly? T-Silly ist der Vertreiber der T-Shirts. Natürlich muss man nicht genau diesen auswählen, aber da er empfohlen wird, ist es am einfachsten, an diesem Beispiel zu erklären. Durch T-City braucht man sich um nichts selbst zu kümmern. Das Einzige, was man macht, ist, sich einen Account anzulegen und ein Design hochzuladen. Man wählt dann noch aus, worauf das Design gedruckt werden soll, zum Beispiel T-Shirts, Sweatshirts, Tanktops, Tassen, Handyhüllen und so weiter. Man braucht sich nicht um das Schreiben von Rechnungen, den Versand von Artikeln, die Bestellabwicklungen oder den Kundendienst kümmern. Dies wird alles von T-City übernommen. Sie produzieren die T-Shirts, bewerben sie auf ihrer eigenen Webseite und kümmern sich um die Kunden. Nachdem auf der Seite mehrfach gesagt wurde, dass das Programm geeignet für Anfänger ist, habe ich zugeschlagen. Ich bin gerade in Sachen Facebook-Marketing absoluter Neuling. Mit dem Computer kann ich sehr gut umgehen, aber alles darüber hinaus war Neuland für mich. Deswegen war ich besonders gespannt auf den Teil, der erklärt, wie man Facebook als Werbewerkzeug richtig benutzt, um so die Verkaufszahlen anzutreiben. Ich konnte ihm ohne Schwierigkeiten folgen, denn die Erklärungen waren größtenteils an Live-Beispielen, was das Ganze wirklich sehr vereinfacht. Jedem, der in Erwägung zieht, den Kurs zu kaufen und ein T-Shirt-Geschäft aufzubauen, muss bewusst sein, dass es Zeit beansprucht. Es ist nicht einfach in ein paar Minuten erledigt. Man braucht Geduld und Zeit, um sich in das Thema einzuarbeiten. Nachdem ich mir also alles angeschaut habe, bis auf das Bonusmaterial, legte ich mir den Account bei T-City an. Die meiste Zeit habe ich damit verbracht, über ein geeignetes Design nachzudenken. Nachdem eine Freundin von mir einen guten Anstoß gegeben hat, konnte es endlich weitergehen und ehe ich mich versah, war meine Kampagne online.
Ich habe mir zunächst ein kleines Umsatzziel gesteckt. Es sollte einfach erreichbar sein und mich motivieren, wenn es am Ende das Ziel vielleicht sogar übersteigt. Tatsächlich hatte ich nach 2 Wochen mein Ziel überschritten und mein Geld, was ich in Facebook-Werbung investiert habe, zurück. Es war sogar schon Profit im dreistelligen Bereich. Das war Anreiz genug für mich, daran zu bleiben und eine zweite und dritte Kampagne zu starten. Super hilfreich für mich war tatsächlich die Facebook-Gruppe. Dort findet täglich reger Austausch statt und es ist immer motivierend zu sehen, wenn andere Leute erfolgreich im gleichen Bereich sind. Die Leute sind alle sehr hilfreich und antworten schnell auf Fragen, auch Reto Stuber selbst. Auch bekommt man dort unvermittelt Feedback für Ideen, die man hat und gedenkt in der Zukunft umzusetzen. Für mich hat es sich gelohnt, das Geld hier zu investieren. Mir macht es Spaß zu sehen, wie eine Kampagne erfolgreich läuft und auf Facebook positive Resonanzen zu lesen. Die Betreuung ist top und ich fühle mich super gut aufgehoben, sodass ich hier wirklich das Potenzial sehe, mir ein ertragreiches Nebeneinkommen aufzubauen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.